Yeah, es geht weiter mit Dark Parables 5, die letzte Cinderella und der Baum brennt und wir müssen unbedingt Pinocchio retten und es ist mega spannend und deswegen werden wir uns jetzt kümmern. Ach, lass mich einfach hier. Oh, es ist so schlimm. Ich hätte ja auch gar kein schlechtes Gewissen, dich hier liegen zu lassen. Pino, was wäre ein Leben ohne Pinocchio? Ich weiß auch nicht. Es wäre einfach vorbei. Das geht nicht. Was machen wir denn jetzt? Können wir mit dem Glaszauberstab da eigentlich noch was machen? Also, bin ich jetzt zu schnell weggelaufen? Nee, wir können hier wimmeln. Guck mal einer an. Oh, mein Timer läuft nicht. Moment. So. Mit voll der Action-Musik wimmeln. Man hört übrigens im Nachhinein immer voll das Klicken von meiner Maus. Das ist irgendwie doof. Das tut mir leid, aber das lässt sich nicht ändern. Weil ich das ja abstimmen muss. Also ich mische ja immer bei den Facecam-Aufnahmen Bild und Ton, was ich sonst nicht mache. Also sonst bearbeite ich die Tonspur separat. Aber in diesem Falle ist es besser, das immer zusammen aufzunehmen, damit meine Stimme auf jeden Fall immer synchron zu meinen Lippen ist. Und das hinterher anzupassen ist voll ätzend. Vor allem, wenn es nicht immer so läuft. Aber ich habe mal die Framerate-Zahlen auch bei dem letzten Part schon mal erhöht. Und ich glaube, dadurch laufe ich jetzt flüssiger, oder? Laufe ich jetzt flüssiger? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich habe das Gefühl, dass es aber viel ausmacht. Das habe ich gesucht, genau. Und das da. Und dann suche ich noch so einen blauen Stein. Und so ein Ding hier, da. Blaue Runenscherbe hab ich. So, und jetzt sammeln wir das ein und machen, was mache ich? Ich habe eine grüne und eine blaue. Grün und blau. Das ist schön. Ja. Beast, get rid of this detective. Wow. Okay. Ich kann hier wimmeln nebenbei, während er da auf mich losgeht. Das macht doch nichts, der kann warten. Ja, das ist schon echt spannend hier, Leute. Was suche ich eigentlich noch? Das da und noch so ein... Oh Gott, das ist ein bisschen schwierig, weil hier überall so ein Kringelkram ist. Das da, ja, okay. Noch zwei Kringeldinger. Noch ein Kringelding. Das da? Nein. Dieses Rote. Wo ist es denn? Ist das hier? Sag mal. Wo ist denn das? Das, ach so, da in dem... Oh, das ist gemein. Das war gemein. Okay. Gut. Rote Rundscherbe. Bam. Vier magische Kristalle verschiedener Farben wurden vom Kopf bis zu... Hier. Rein damit. Eine fehlt mir noch. Was kann ich denn mal machen? So, dann gehen wir nochmal weg. Was kann ich denn mal machen mit dem Glaszauberstab? Der muss da bestimmt rein unten, ne? Nee. Wo finde ich die denn? Und wo mache ich das mit der Puppe? Wo gibt es hier noch eine Puppe, die man anziehen kann? Verdammt ich nochmal. Mann. Ich habe doch 4 von 4, die muss ich doch anziehen können. Wo war denn das? Hier vielleicht? Ja, Happy End. Blablabla, wo ist denn hier noch... Ach guck mal, ein Chamäleon-Objekt habe ich noch gefunden. Hat das jetzt gesammelt? Ja. Ist ja schon ärgerlich. Bist du fertig angezogen? Ja. Bianca ist fertig. Mache ich mit dir? Ach, guck mal, was habe ich hier noch? Parabelstück? Jawoll! Jetzt können wir uns Geppetto und Pinocchio anhören. There was once a woodcarver named Geppetto. Das ist ein bisschen blöd hier, ne? Pass mal auf, wir gehen mal weg hier. Das ist ja schon ein bisschen uncool. So, dann haben wir hier ein bisschen mehr Ruhe für die Parabel. There was once a woodcarver named Geppetto, who traveled the world in search of wood suitable to carve his puppet masterpiece. One day, his wife Amelia brought him wood from the Forbidden Grove, with which he carved a puppet named Pinocchio. To his surprise, the puppet came to life.
Pinocchio was shunned by villagers for being a sentient puppet, so he started telling lies to get people's attention. Ach, deswegen hat er gelogen. Das hatte ich schon wieder voll verdrängt, warum Pinocchio eigentlich immer lügt. Er wollte die Aufmerksamkeit von den anderen haben, weil er selber kein echter Mensch ist. Seeing his son's loneliness, Geppetto spent several months in the Forbidden Grove carving a giant wooden beast to act as his son's companion and protector. Wie Pinocchio lügt, macht eigentlich was falsch und dafür kriegt er auch noch so ein gigantisches Biest zur Seite gestellt? The time Geppetto spent in the grove corrupted him, and he grew obsessed with carving puppets, even neglecting his family for the sake of creating more puppets. Aber er war doch eigentlich glücklich, dass er Pinocchio hat. Das reichte dem ja eigentlich, ne? Also ein bisschen an den Haaren herbeigezogen hier. The villagers grew afraid of Geppetto and his creepy puppets, so they had him put to death. Verbrannt ihn! Er macht Puppen! Ja gut, aber er hat ja auch ein lebendiges, also er hat ein Pinocchio irgendwie erweckt, er hat ein Holzbiest erschaffen, was alle vertreibt. Das ist schon, Geppetto hat sich das nicht so, da hat sich da nicht so Freunde geschaffen. Devastated, Pinocchio blamed himself for his dad's death. He decided to redeem himself by searching for Cinderella, so that he might help his mother revive his dad. Cinderella finden, Mutter helfen. Alles klar, das, so war das also. Gut, die Hofdamen der Göttin hatten wir aber, oder? Forbidden to directly interfere with the mortal world, the maiden got upon her handmaiden. She bestowed the handmaiden's primary duty is to seek out an aid. After the first godmother died, the maiden goddess, each handmaiden expressed their magic in different ways. For example, one godmother... Oder hatten wir das doch noch nicht? Soll ich das jetzt mal durchgehen? Hatten wir das jetzt schon oder nicht? Boah, ich bin jetzt gerade verwirrt. Forbidden dann fangen wir noch mal an. Interfere with the mortal world. The maiden goddess decided to choose a pure-hearted maiden with magical powers to act as her handmaiden. Upon her handmaiden, she bestowed the power to detect Cinderella's and gave her the magic glass wand. With this powerful magical tool, the handmaiden could wield powerful magic. The handmaiden's primary duty is to seek out and aid Cinderella's. In time, her good deeds were known to all, and she came to be called Godmother. After the first godmother died, the maiden goddess chose another to take her place. Thus, the tradition has carried on to the present day. Each handmaiden expressed their magic in different ways. For example, one godmother was skilled at dressmaking, so she liked to imbue her magic in the clothes she made. Ah, was ist deswegen die Kleider? When the maiden goddess saw that the latest godmother had turned evil, she took away the godmother's powers and confiscated the magic glass wand. In her disappointment at her handmaiden's betrayal, the maiden goddess vowed never to pick another handmaiden again. Okay. Dann kommt jetzt der verbotene Hain, ob wir es nun schon hatten oder nicht. Also der verbotene Hain auf keinen Fall, aber das davor. Deep inside the mirror world lies a grove of trees filled with great spiritual power. This magical grove can only be accessed by means of specially enchanted mirrors. Long ago, a band of thieves found one of these mirrors and entered into the mirror world to plunder its treasures. However, they were caught and executed in the magical grove. In death, their souls lingered, corrupting the trees with their hatred and greed. The trees became twisted and deformed, and the grove came to be known as the Forbidden Grove. It is said that if a pure-hearted person created a puppet with wood from these trees, the puppet would be given a soul and come to life. However, if the puppet maker had a tainted heart, puppet would be soulless. Those who spend too much time in the Forbidden Grove will gradually become corrupted by the thieves' souls and the evil trees. Only the magic glass wand is able to purify the grove. Okay, dann wissen wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen mehr. Finde ich gut. Die Frage ist aber immer noch, wo finde ich denn mal diese asiatische Puppe, das verstehe ich gar nicht. Ist sie hier irgendwo?
Also da ist nichts, da ist das. Ist hier oben noch was? Kann ich hier noch was machen? Es ist doof, dass mir das nicht angezeigt wird irgendwie. Weil ich habe ein bisschen Schiss, dass wir... Ja, wir haben alles und das hätten wir jetzt... Hätten wir sie doch anziehen können müssen eigentlich. Da ist noch ein Chameleon-Objekt. 13 von 20. Hey, ich bin ja fast gut dabei, aber naja, meistens kriege ich es eigentlich nicht hin. Ja. Wenn hier eine Cinderella ist, dann werden wir ja, ja da nicht viel machen können. Können wir hier was machen? Nee. Wo sollen wir denn jetzt hin? Wir haben Schloss, ne? Stimmt eigentlich. Ist hier noch eine Puppe zum Anziehen? Ich dachte damals immer, da wäre noch eine Puppe. Hier ist auch keine. Hier drinnen hatte ich auch keine gesehen. Vielleicht hier rechts im Regal? Nee. Da ist ein Chamäleon-Objekt. Ich habe es bewegen sehen. Jetzt können wir hier irgendwas noch machen. Weil hier ist ja auch so eine Figur, ne? So eine Asiatin. Ist hier keine, die man anziehen kann? Guck mal, das hatten wir noch nicht. Legionen von Puppensoldaten stehen aufgereiht draußen und sind bereit, Krieg gegen meine Welt zu führen. Können wir hier nichts machen? Hm. Okay. Kommt vielleicht noch. Chameleon. 15 von 20. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt hin soll. Offiziell. Wohin? Hier hin. Hier drinne also. Vielleicht was zum Wimmeln noch. Oder eine Puppe. Oben vielleicht im Schlafzimmer. War die hier? Ach, hier war die. Ah, guck mal, jetzt haben wir sie. Ich habe das nicht mehr auf der Reihe gehabt, wo die war. So, Shan Mao, die dritte Cinderella. Ja, das möchte ich doch gerne mal wissen. Wo ist denn das hier nochmal da? Once upon a time, there was a princess in the East named Shan. She had a kind and generous spirit and all her people loved her. Shan had a stepsister named Chi, who was deeply jealous of Shan's popularity. Chi was always playing cruel tricks on Shan, but Shan never bore any ill will toward Chi. Böse Chi. One day, Chi discovered that her beloved prince had fallen in love with Shan. In her fury, she used her magic to change Shan into a nine-tailed fox. When the prince came to visit Shan, he found out about Shan's predicament. With Godmother's help, he managed to restore Shan to her human form. He married Shan, and they lived happily ever after. Wie gesagt, Stiefmutter hilft anscheinend ja trotzdem. Gut, dann haben wir sie, glaube ich, alle. Hier war also die. Ja, das ist gut. Genau, jetzt kann man die nämlich auch gar nicht mehr öffnen. War es das, was man hier machen sollte? Weil ich habe jetzt auch die andere Rune. Ich denke, die können wir jetzt dann mal einsetzen. Oh, noch ein Chamäleon-Objekt. Hat er das jetzt noch schnell genommen? Weil es ging jetzt echt schnell. Also, wie gesagt, Chamäleon-Objekte und ich, das ist auch so eine Sache. Warte mal, das war jetzt hier draußen. Das war hier oben. Hat er das jetzt genommen? Ja. Ja, egal. Es, ja. Ich hoffe, er hat es gespeichert. Mit dem Chamäleon. Okay, dann gehen wir mal raus. Und durch. Und setzen die ein. Nicht? Ach so. Drücke die Runenscherben auf dem Kopf des Biestes in der richtigen Reihenfolge. Wie ist... Wie? Woher weiß ich das? Achso, das wird mir angezeigt. Grün, rot, blau, gelb, ne? Ja. Grün, rot, blau, gelb. Keine zweite Runde, doch. Rot, gelb, blau, grün. Rot, gelb, blau, grün. Oh. Ja, habe ich doch angefangen mit. Nicht? Hat er sich nicht gemerkt. Verbinde Runenscherben der gleichen Farben, indem du die Rohre drehst.
Oh Mann, jetzt ist hier voll das Rätsel. Okay. Aber es ist ganz cool, mal wieder zu rätseln. Es wird ja sonst langweilig. Warte mal, das muss hier mal gedreht werden. Nee, das geht gar nicht. Dann müssen wir das hier oben lang führen, vielleicht? Nee, das geht aber auch nicht. Nee, dann war das schon richtig so, ne? Das geht nach oben. Ja, aber dann führt es ja nicht weiter. Könnte man höchstens so machen, genau. Gucken, wie weit wir kommen. Wo soll der Gelbe denn eigentlich hin? Na, das wird ja wohl nichts. Der muss mal nach unten. Nee, das geht nicht. Wo soll denn der Gelbe hin? Weiß ich nicht. So geht's irgendwie auf jeden Fall nicht. Soll der nach oben? Nee, der soll nach unten, ne? Der soll hier hin. Sind die jetzt verbunden? Oder nicht? Weil der hier so blau wird, das irritiert mich gerade. Wird schon passen, das stimmt schon. So, der geht da lang. Dann gehst du da lang. Das wird doch wieder nichts, oder? Wie soll denn das gehen? Wenn der... Ach, die sollen untereinander verbunden werden. Das checke ich ja jetzt. Ich denke, der soll auf die andere Seite. Oh, ich mache es mir viel zu schwierig. Scheiße, tut mir leid. Oh, und ich denke wieder sonst wie kompliziert. Das ist ja blöd. Ja, das passt ja dann farblich auch viel besser, ne? Hier, ditcht aneinander. Das funktioniert doch nicht. Dann muss der hier oben lang. Oder auch nicht. Wie soll der denn dann hin? Ach, das ist ja kompliziert. Also, da müssen die, der Rote muss ja da oben dann lang. Hätte ich das gewusst. Ja, komm jetzt. Das wird nicht funktionieren. Schön, grün ist also schon mal richtig. Gelb muss jetzt voll den Umweg machen oder können wir gelb umleiten? Gelb muss hier lang gehen und da lang gehen. Und da lang gehen. Aha, okay, warte. Nee. So. Nee, das kriege ich so nicht hin. Scheiße. Nee. Kann man die auch mal andersrum drehen? Das nervt immer, dass man die so eine... Oh, das ist voll die Riesenschlaufe, ganz ehrlich. Gar nicht übertrieben. Kann man gelb umleiten? Gelb geht so lang, dann geht gelb so lang. Gar nicht voll die Riesenrunde. Mann, das ist doch blöd. Guck mal, so vielleicht. Alleine sich mit einem nur zu befassen, ist ja schon voll schwierig. Ja, da geht der Part drauf, ne? Okay, das klappt super, was ich hier mache. Ich habe keine Lust mehr auf den. Ich nehme mir jetzt einen anderen. Guck mal, du kannst doch wunderbar hier lang gehen und da lang gehen. Und so das eine Riesenrunde machen. Mit Blau. Guck mal, da geht Blau schön lang. Das ist doch schön. Und hört dann auf. Ach, guck mal, hier doch Blau.
Yay, yeah, ich habe blau geschafft und ich habe grün geschafft. Jetzt muss ich rot schaffen. Scheiße. Rot. Rot. Darf rot eigentlich nicht mehr jetzt... Darf das nicht zerstören. Das ist doch blöd mit Gelb. Ganz ehrlich. Aber so geht Rot und Gelb. Also glaube ich schon, dass das so hier so ein bisschen richtig gerade läuft. Aber hier kann sich ja gar keiner verbinden. Hier kann sich so keiner verbinden. Das ist irgendwie falsch, ne? Das ist eine Möglichkeit 2, Rot und Gelb in Gang zu bringen. Aha. Warte mal, so vielleicht. Müssen ja beide gehen. Aber so geht's auch nicht. So ist doch gut. So machen wir das. So. So. Kann doch nicht so schwer sein, es sei denn, wann ist ich. So, und dann müssen wir jetzt nochmal rot hier. Rot. 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 Rot muss hier lang laufen. Das heißt, blau muss sich ändern, leider. Blau funktioniert zwar so, rot aber noch nicht. Hier muss rot lang. Alles klar. Dann müssen wir rot jetzt verbinden. Und damit haben wir alle. Yay! Toll, das kann doch nicht wahr sein. Doch, das ist wahr. Der Puppenmeister ist schwach. Das ist meine Chance, ihn mit dem Glaszauberstab zu besiegen. What have I done? I almost destroyed this world and the next. It's okay, Geppetto, my love. Everything's turned out fine in the end. Now we can be together forever. Pinocchio, where's our son? We must save our son, Amelia. Oh, I have a real body. Thank you. Mom, Dad, I love you both. It's okay, Detective. I'll look after Pinocchio. Das rührend. 15 Jahre später. 15 Jahre später. 15 Jahre später. Oh, es ist vorbei, ne? Auch wir haben es schon wieder geschafft. Und das in prinzipiell wenigen Parts. Dark Parables, die letzte Cinderella, ist geschafft. Das war der 5. Teil. Und es war schön. Es war schön. Auch wenn ich das vielleicht nicht immer so rüberbringen kann, finde ich die Spiele immer noch sehr schön. Und, ja. Ich finde es immer noch toll, was aus den Märchen gemacht wird. Das sage ich ja in jedem Dark Parables Teil, glaube ich. So, dass es einfach cool ist, was sie aus den Märchen machen. Und an Ideen überhaupt unter den Märchen miteinander verknüpfen, ist immer ziemlich cool. Ja, Grafik war schön, Musik ist schön. Also ich spiele die Dark Parables Teile einfach immer sehr, sehr gerne. Und allgemein Wimmelbildspiele müssen einfach ab und zu mal sein. Und ich bin froh, wenn wir jetzt den Teil geschafft haben, würde ich sagen, machen wir uns bald auf zu den nächsten Dark Parables Teilen. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht kommt sogar als nächstes einfach direkt der nächste Wimmelbild Dark Parables Teil oder so. Ich weiß es nicht. Wenn ich da nicht langsam immer so ein bisschen hinterherkomme, kann ich natürlich auch die neuesten Wimmelbild-Spiele nicht spielen, weil ich muss die anderen erstmal aufholen.
Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr es fand. Ich denke mal, es gucken von euch sowieso gerne die, die die anderen Teile vielleicht auch verfolgt haben. Oder einfach, weil sie mich sehen können. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde, solche Spiele kann man ruhig zwischendurch einfach mal spielen. Und es ist, finde ich, eine ganz nette Idee, ab und zu mal am Wochenende ein Wimmelbildprojekt zu machen. Und ich hoffe, das seht ihr genauso wie ich. Ja, kleine, kurze Spiele dürfen gerne am Wochenende sein. Und ich finde, das ist einfach so ein bisschen was Entspanntes irgendwie. Das Wimmelbildspiel kann man immer mal zwischendurch spielen. Und da fällt mir ein, dass in dem Teil jetzt aber gar nicht mal so viele Rätsel waren. Oder ich habe sie irgendwie sehr schnell hingekriegt. Normalerweise hatte ich so im Kopf, dass ich gefühlt immer länger brauche. Nur das letzte Rätsel war jetzt ein bisschen kniffliger. Aber danke fürs Spielen. Gern geschehen, mache ich gerne. Gerne mehr Dark Parables, wenn es nach mir geht. Und gerne mehr Dark Parables auch schon. Gerne mehr Dark Parables Teile. Und damit mach ich mal weg. Oh, stimmt, wir haben auch noch ein Bonuskapitel. Fällt mir ein. Glaube ich schon, oder? Ja, wir haben ja die Sammler Edition. Ah, das war wahrscheinlich wieder die Vorschau. Das Abenteuer geht weiter. Na klar geht's weiter. Aber bevor es weitergeht, Bonuskapitel! Bonusinhalt freigeschaltet. Yay! A long, long time ago, in an eastern land far, far away, there lived a pure-hearted princess named Shan. She fell in love with a prince from another land. Now the prince is on his way to pay Princess Shan a surprise visit. Thus our adventure begins. Ach, wir dürfen jetzt sogar Shans Geschichte spielen. Das ist ja cool. My dear prince, my answer is yes. I would love to marry you. There is nothing I want more than to spend the rest of my life with you. The only thing that lessens my joy is my stepsister Chi. She wants you for herself and will stop at nothing to ruin our plans for marriage. Please be careful, my love. Counting the days until I see you again. Das ist ja eine Süße. Princess Shan. Eine kleine Süße. Asiatische Prinzessin. Und die wird dann später noch verwandelt. In den Fuchs? Ich weiß es nicht. Aber es finde ich cool, dass wir das jetzt spielen können. Ein geisterhaftes Feuer schwebt vor mir. Möchte es mich irgendwo hinführen? Hier beginnen wir. Ich hoffe, ihr freut euch, dass wir jetzt noch ein Bonuskapitel dran setzen. Ich mache das einfach mal. Das kennt ihr ja schon aus den anderen Teilen. Und dafür kaufe ich ja auch die Sammler Edition, damit wir hier noch ein bisschen mehr erfahren und erleben dürfen. Ich mag diese Märchenwelten einfach. Das ist mein Ding. Ich finde das schön. Also klar spiele ich auch gerne Horror und Action und was weiß ich so, aber so als Ausgleich darf es auch einfach mal was Schönes sein. Ein bisschen, weiß ich nicht, um den Kopf frei zu kriegen. Obwohl man sich ja bei Wimmelbildspielen anstrengen muss wegen Nachdenken und so. Aber weiß ich nicht. Ist doch irgendwie ein bisschen abschalten. So, wo ist jetzt dieser Tropf? Wahrscheinlich hinter mir. Nee? Na gut. Wo ist der Tropf? Hier im Blauen irgendwo bestimmt. Nicht? Da, ach, da unten. Okay. So, das lila Ding, das hatte ich doch auch schon hier. Silberner Phönix. Noch immer nicht alles. Fehlen hier diese Flügel? Ach so. Das sah schon so aus, als hätte ich das schon gehabt. Wie bei dem einen Part so. Komm, verbinde dich, verbinde dich. Und es kann sich natürlich nicht verbinden. Wieso fliegt hier ein Geist lang? Das Feuer führt mich zu diesem Häuschen. Wer hat mir das mysteriöse Feuer geschickt? Freund oder Feind? Achso, das war das Feuer. Okay, an diesen steinigen Löwenwächtern fehlt eine Kache mit einem alten Symbol. Okay, dann kann ich hier nichts machen. Das soll ich nehmen. Was ist hier? Um an die Tür zu gelangen, müssen die klebrigen Spinnweben mit Hilfe einer ätzenden Flüssigkeit zersetzt werden. Die ich nicht habe. Dann gehen wir mal hier hin. Zum Öffnen des Drachentuchs benötige ich eine runde Scheibe. Kannst du die hier? Nee. Also klar ist keine runde Scheibe, aber hätte ja sein können, dass man sich daraus eine basteln kann. Was ist hier? Endlosknoten. Diese Nachricht kündigt den jährlichen Neujahrsball an. Dort traf ich Shan zum ersten Mal. Oder Shan. Kannst du das damit rausholen? Nee. Zurück kannst du auch nicht. Hä? Was soll ich denn dann machen? Irgendwas gibt es hier noch zu tun. Befindet sich jemand im Häuschen? Kann ich die jetzt hier einsetzen? Darf? Vielleicht? Darf?
Kann ich die beiden hier reinsetzen? Weil das ist für mich keine Kachel, deswegen... Hä? Ach doch, ich kann noch zurück. Okay, ich habe bestimmt hier noch was übersehen. Ja. Ist hier noch was? Diese Truhe war ein Geschenk von Chan. Ich kann mich daran erinnern, dass der Schlüssel aus einem schwarzen und weißen Bären bestand. Okay. Chan. Überbleibsel eines Feuers formen eine kodierte Nachricht. Sie ist von Chan und sie bittet mich, fernzuhalten und so. Ja, ja. An Wand hängen Skelette, Spinnweben. Alles schön eklig. Bist du hier denn? Nein, glaube ich auch nicht. Was mache ich denn dann mit der Phönixfigur? Was habe ich jetzt hier noch übersehen? Hier habe ich was. Ach so, hier sollen die Drachen rein. Okay. Ich denke schon, was ist... Irgendwas muss doch mal zu tun sein. Um dieses Gefäß zu öffnen, brauche ich ein verziertes Band mit eingravierten legendären Tieren. Aha. Hier, legendäre Tiere, Bänder. Ich gebe dir alles, was ich habe. Ich habe aber nicht mehr. Hallo? Können die denn jetzt hier... Das sind doch auch keine Kacheln. Aber die ätzende Flüssigkeit kann ich hier gebrauchen. So. Kannst du das nehmen? Nein, ach so. I have been expecting you. I'm Amelia, Princess Shan's godmother. Your fiancé Shan has been imprisoned in the Blazing Temple by her stepsister Chi. Prove to me that you are worthy enough to marry Shan. Go save her. Drachentorschild. Sieht hier fast aus wie bei Pinocchio zu Hause. Wimmelbild. Ja. Gut. Ja, was soll ich sagen? Ich wimmel. Ein blauer Stein, der da drinne ist. Das da, haben wir es dann? Ja. Tada! Und was war das jetzt? Was ist das jetzt? Torschild-Emblem. Okay. Wie es aussieht, ist diese Küche gut mit Geschirr und Gewürzen ausgestattet, die jeder Koch braucht. Hier können wir Sachen entstellen. Zwei Mitglieder, die da fehlen. Okay. Warte, da hat noch was geglitzert. Hier. Was können denn hier hin? Auf diesen leeren Bühne wurde ein paar tanzender Operndarsteller gut aussehen. Habe ich aber nicht. Tut mir leid. Was habe ich hier? Panda-Prägung. Kann man hier jetzt eigentlich noch ein paar Dings finden oder nicht? Ach, hier kann das Ding rein. Okay, und ein Schlüssel. Geht der nicht? Käfigschlüssel. Ist das denn? Nee. Schlafzimmertür. Nee, das ist dann ein Schlafzimmertürschlüssel, den ich brauche. Alles klar. Ja, gut. Drachentorschild. Das Emblem und das glänzende Juwel fehlen. Glänzendes Juwel. Und? Emblem. Das da auch noch? Ich habe aber kein Juwel. Kein Juwel. Mache ich jetzt. Habe ich jetzt so, was ist das hier nochmal? Käfigschlüssel. Ist hier irgendwo ein Käfig, den ich übersehen habe? Hier an der Seite da vielleicht. Kann hier der Panda rein? Da kann der Panda rein. Prinzessin Shan nahm freudestrahlend meinen Heiratsantrag an, aber warnte mich vor ihrer Schwester Chi. Ja. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal weiter auf die Suche unserer Geliebten im nächsten Part von Dark Parables. Die letzte Cinderella Bonuskapitel. Und freue mich über jeden Zuschauer. Hinterlasst mir doch einen Daumen hoch, Kommentar, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.